Ostern im Weißen Haus in Washington. Da geht es bunt, laut und lustig zu. Dann nämlich erobern zahlreiche Kinder den Garten des Amtssitzes des US-Präsidenten zum jährlichen Eierwettrollen am Ostermontag. Eine Tradition, die es seit dem 19. Jahrhundert gibt. Dabei gilt es, hartgekochte Eier mit einem Löffel schnellstmöglich über den Rasen zu kullern. Hausherr Barack Obama und seine Frau Michelle feuern die Teilnehmer kräftig an. Genauso wie Eltern und Freunde der Kinder. Wer Schwierigkeiten hat, der bekommt auch schon mal ein bisschen Unterstützung von der First Lady. Und auch ein Handschlag mit dem ersten Mann im Staate ist möglich. Wem das Eierrollen nicht zusagt, der kann sich vom US-Präsidenten auch eine Geschichte vorlesen lassen. Ostern im Weißen Haus, das ist eine rundum bunte und ausgelassene Angelegenheit.